Angel Feathers! Power Seal und so. Ach stimmt, jetzt habe ich ja die Level 2. Aua! Mann! Stirb endlich! Ach komm, schieß ihn ab! Yeah, genau so! So, einer weg! Komm, weg! Stirb! Genau dadurch! Bam! Ach, toll! Colette, du dumme Sau! Hau dich auch noch in die Luft! Hallo, warum kann keiner kochen? Habe ich keine Sachen mehr zum Kochen? Sie kann noch kochen. 24 KP wiederherstellen, 24% und 31% TP Wiederherstellung. Finde ich schön. Ach toll, die Tür ist zu. Dann müssen wir halt außen rum. Und zwar hier lang. Achso. Ich habe das Ding gar nicht vor mir gesehen. Da war ich schon. So. Den schieben wir weg. Jetzt blockieren wir uns damit den Ausgang. Da-dum. 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 So, weg damit. Und, nein, nicht zuschieben, aufschieben. So. Und Tür ist offen. Verdammt. Ich hab's ihn gar nicht gesehen. Au. Ich ausweichen. Thunderblade. Bam. Genau auf die Schwäche. Au. Schieß mir nicht in den Arm, du dummes Ding. Ich hab genau 1, 2, 3, 4 KP. Jetzt nicht mehr. TP, nicht KP. Oder HP. Ich bin gerade wieder unsicher. Ich kann mir einfach nicht merken, wie das heißt. Zack. No way. Genau, brenn die Frau da hinten nieder. Du kannst auch ruhig mal treffen, China, weißt du das? Deswegen auf dem Boden ist, kannst du nicht treffen, das ist irgendwie doof. Zack, daneben. Na, 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 na. Stirbst du mal? Ist ja ganz nett, dass er genau auf mich hört. Und weg. So, nochmal heilen. So, heiliges Licht nochmal drauf tun. Weil es komischerweise wohl weg ist. Gut, dann müssen wir jetzt hier links und rechts, ne? Wo ich da jetzt einfach da rechts hochgehen können, aber egal. Einmal hier hin. Auf den Schalter drücken. Damit die Tür hinten aufgeht. So, Truhe holen. Erwachen, das ist irgendwas zum Ausrüsten. So. Erstmal hier die Gefangenen retten, oder? Jo. Tja, ohne ein Wort zu sagen, auf in den Kampf. Zack, zack, zack. Aua. Bam. Pyre Seal. Das Feuersiegel. Nein, tu mir nicht weh. Bam. Hier, friss das. Au. Zack. Was? Au. Okay, ich sollte mal anfangen, mich zu verteidigen. Das tut sonst ziemlich weh, wie es aussieht. Und Genius hat kaum noch... TP? Ach, ich kann es noch nicht mehr. Ich muss mir gleich nochmal reingucken. Und weg. Was? I hope you what? Das finde ich auch ein bisschen doof hier bei Tales of Symphonia 1. Wenn die dir irgendwas sagen nach dem Kampf. Das ist meistens so halt dahingenuschelt. Das versteht man kaum. Is everyone okay? Who are you? Was ist das denn? We're companions of the Chosen One. The Chosen has come to rescue you. Don't worry, we'll get you out. By the way, is there anyone here from Palma Costa? I am. Did you see a girl named Chocolat? Ah, yes. She underwent host body testing here. The test decides which ranch she will be taken to. I believe they said she was being taken to Icelia. Icelia? I see. Thanks. Now let's get out of here. Excuse me. You're Sheena, right? You came to help us too? Yeah. Thanks.
Don't mention it. It was nothing. Jo. Jetzt haben wir die Leute hier gerettet. Und ich habe vergessen, worüber ich gerade noch gesprochen habe. So, machen wir kurz das noch eben schnell. Genau, das Reden nach dem Kampf. Erdkarte, neue Karte für mich. Das ist, finde ich, das im Tales of Runeterra 1, das ist irgendwie so ein Nuschel. So. Man hört da nur so ein kleines, nur ein paar kleine Wörter raus. Also zum Beispiel eben das Colette. Das ist so wieder so eine kleine Sache, die sie bei Tales of Symphonia 2 wieder besser gemacht haben. Da sprechen die laut und deutlich. Wirklich. Hayamambamba. Statt nur. Versteht man halt besser. So, jetzt wieder da oben hin. Komm her. Kämpfen. Schützt das Sicherheitssystem. Jetzt geht's los. Gegen Maschinen. Rapid. Thunderblade! Bam! Ein voll erwischt. Au! Tut mir nicht weh. Au! Thunderblade! Bam! Tot. Nicht. Ja, die halten was aus. So. Jetzt das. Und jetzt kann der Genius auch wieder mal nichts machen, weil er keine TP mehr hat. Und ich habe wieder vergessen nachzugucken. Tadam, trotzdem noch geschafft. I don't think they can come back. You're becoming more like Lloyd, aren't you? Das konnte man verstehen. China meint, und kommt nicht zurück. Wow. Instant. Charakterwechsel. Whatever. So, jetzt noch der andere. China meinte, kommt nicht zurück. Und Colette, ich glaube, sie können nicht mehr zurückkommen, oder? Und China darauf nochmal. Ich glaube, du wirst irgendwie immer mehr wie Lloyd. Was für jeden anderen eine Beleidigung wäre, nur für Colette nicht. So, jetzt wollte ich kurz noch was gucken. KP und TP, so. Jetzt weiß ich, wie sie heißen. Kraftpunkte und... Technikpunkte, nehme ich mal an. So. Thunderblade! You're kidding me! You're Rush Seal! Serpent Seal! Und was ist oben? Power Seal! Oh, Defense runter. Das gefällt mir. Nicht mehr Schaden. So, Moment, wo ist das Power Seal nochmal? Hallo, Power Seal? Ah, Defense down. So. Sollte diese Seals. Oh, weißes Silber bekommen. Ja, das hatten wir eben schon. I don't think they can come back. Jetzt müssen wir noch bei allen Quasraum finden. So, jetzt sind wir wieder drüben bei Lloyd. Sehr gut, es hat sich bewegt. Warte nur, Qua, ich krieg dich. So, nochmal speichern. Weil Qua wird ein schwerer Kampf, das weiß ich jetzt schon. Ich finde, Qua ist am Anfang auch einer der schwersten Kämpfe. Brim. I've found you, Kavar. So, this is Lloyd. I see. He does bear a resemblance. So, you've come. I'd appreciate it if you wouldn't change the subject, Pronima. It's clear you've been stealing research data from my Angelus project. I grow tired of your accusations, Kavar. As I have told you, I know nothing of it. Stubborn woman. I suppose I should expect no less from one who usurped the leadership of the Five Grand Cardinals. Take heed, Pronima. Once I retrieve the Exvia from this inferior being, I will become the leader of the Five Grand Cardinals. When that happens, you'll be begging for my forgiveness.